Wir sind hier beim Festplatz Balmensweiler an der BMX-Bahn, die es seit 2009 gibt. Und wir hatten ursprünglich gedacht, wir machen einen netten Abschluss für uns vereinsintern bei romantischer Stimmung mit einem Fackellauf sozusagen. Den Saisonabschluss haben wir jetzt das dritte Jahr eigentlich so richtig, wo wir auch Freunde, befreundete Vereine einladen. Dieses Jahr das erste Mal tatsächlich auch die Siegerehrung von den sogenannten Beginners und dem Baden-Württemberg Cup gehabt haben. Das war jetzt tatsächlich ein Novum dieses Jahr und wir sind riesig erfreut über die große Anzahl an Zuspruch heute zu dem Fest. Wir sind heute etwa 500 Leute hier auf dem Gelände. Die einen, die tatsächlich die Stimmung jetzt am Abend mit den Fackeln nutzen und da durch die Strecke fahren. Und die anderen, die Eltern, die meist die Jugendliche und Kinder hierher gefahren haben und sie die Kinder einfach herbegleitet haben, die jetzt auch einfach sich's wohl gehen lassen hier bei einer Wurst oder einem Glühwein. Also wir sind sehr erfreut über die große Anzahl, die heute tatsächlich erschienen ist. Wir hatten schon mit viel Leuten geplant, aber dass es letztendlich doch so viel werden, auch jetzt immer noch Leute da sind und wie gesagt auch das Angebot gerne wahrnehmen. Ja, freut uns riesig, macht uns stolz, sowas in Balmensweiler auch zu haben. Und ja, wenn man einfach sich die Strecke mal anguckt, wie das bei Fackel wirkt, bei Fackellicht, da geht einem das Herz auf.